Moin Moin, ein, zwei Worte von mir einmal zu diesen Liquid Shark Markern. Das Ganze ist ein 12er Set und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal direkt rein. Was sehr schön an den Dingern ist, ist halt wirklich, dass man mit denen an ja, ganz normalen Kreidetafeln schreiben kann. Und der eine oder andere kennt es, wir sind zwar im digitalen Zeitalter angekommen, aber ja, jeder Klassenraum hat irgendwo trotzdem nochmal so ein Board hängen. Und das ist bei mir keine Ausnahme, es war zwar Smartboards und alles dabei, aber ich habe an der Seite immer noch Kreidewände und weil es mit Kreide manchmal wirklich nicht so schön aussieht, sind diese Stifte immer eine super Alternative. Hier ist nochmal ein kleiner Apparat und mit solchen speziellen Farben hier kann man dann eben auch die Kinder noch überzeugen, denn das sieht natürlich nochmal ein bisschen spektakulärer aus. Und hier sehe ich schon, wir haben sogar ein Reinigungstuch noch dabei, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Und ich habe hier nochmal ein Blatt Papier, den probieren wir jetzt erstmal aus. Ich werde mal gucken, dass ich am späteren Zeitpunkt ja, vielleicht auch nochmal zeige, wie es am Board aussieht. Aber es ist eigentlich relativ selbsterklärend, es sieht halt so aus, wie es aussieht. Dementsprechend haben wir natürlich auch einen klassischen weißen Stift, darf natürlich nicht fehlen. Aber dann haben wir hier auch so ein paar sehr intensive Farben, so wie dieses Rosa oder Silber ist dabei. Hier so ein Neongelb, also da ist wirklich ja, einiges zu holen. Wir schnappen uns einfach mal so einen klassischen, ja, Gelbton. Mal gucken. So, das Ganze funktioniert relativ simpel. Wir machen das auf, dann schütteln wir das ordentlich und dann müssen wir im Prinzip einfach erstmal auf der Stelle pumpen und dann kommt nach und nach die Kreide. Wir sehen das hier, das hat sich jetzt verfärbt. Aber es ist gar kein Gelb, es ist mehr so eine Goldton. So, auf Papier ist das natürlich ein bisschen suboptimal. Man sieht es hier auch relativ zügig so, das verfärbt sich dann ein bisschen. Aber das gehört tatsächlich so, habe ich nämlich gelesen, weil es soll so einen leichten Crackle-Effekt, so einen leicht silbernen Schein da geben. Und ich glaube, man kann das hier auch schon erahnen. Ich denke mal, an der Tafel sieht das noch ein bisschen intensiver aus. Und dann kann man natürlich das alles sehr cool gestalten. Man kann damit auch gut Sachen zeichnen. So, wenn ich jetzt hier mal so ganz schnell auf die Schnelle mal versuche, so, machen wir hier mal so ein bisschen wie so ein Auge. Und dann können wir hier im Prinzip die entsprechende Nase dazu zimmern und dann, ja, sieht man ganz gut, das funktioniert ganz solide und das funktioniert eben auch an der Tafel und das ist eine sehr schöne Sache, weil dadurch können wir wirklich sehr feine und schöne Linien ziehen. So, hier auch für Haare, alles gar kein Problem. So, machen wir mal irgendwie so Andeutung für den Mund. So, und dann haben wir im Prinzip ganz simpel und schnell was hier mal hingekleistert. Ich bin natürlich nicht so exquisit unterwegs, was künstlerische Werke angeht. Aber ich denke, das es reicht, um es zumindest einmal zu erahnen. Und ja, wie gesagt, ein super Ding, ein super Set für einen guten Preis, kann man wirklich nicht viel verkehrt machen.